Hallöchen allerseits und willkommen zu einer neuen Daddelzeit. Hier mit The Witcher 3 Wild Hunt. Und ich wage es einfach tatsächlich mal bei nächster Gelegenheit zu reisen. Kann eigentlich nur daneben gehen. Aber egal. Ach komm, nehmen wir dann auch noch das Fragezeichen mit. Wenn wir schon mal in der Nähe eines Fragezeichens sind und sonst nicht so viel in der Nähe ist, kann man das ja mal auskosten. Sei gegrüßt, Gwynblade. Willst du was kaufen? Jo, vielleicht hast du ja ein paar schöne Karten anzubieten. Ich würde gerne sehen, was du zu verkaufen hast. Ein schickes, schönes Schwert. Weil der kritische Trefferbonus, der ist scheiße und... Okay, Erfahrung und Bonusgold ist natürlich eine an sich geile Sache. Aber der kritische Trefferbonus und Chance auf Einfrieren, das ist irgendwie noch ein glitzekleines bisschen besser. Aber nur so minimal. Das Ding hat natürlich Bums, aber so richtig. Torlun. Benötigt Stufe 30. Oh Wunder, ich hab's sogar erreicht. War fail. Egal, das brauche ich jetzt eh nicht. Ich will nämlich vorerst. Ist ja noch so früh am Tage. Oder müsste doch der Sonnenaufgang sein? Ich glaube, hier haben die das europäische Zeitsystem. Was heißt europäisch? Ist das deutsche mit 24 Stunden und nicht 2x12. So. Genau, da habe ich mir das Fragezeichen markiert. Will ich denn doch mal hin? Ah ne, das geht auch zu Fuß. So weit weg ist das auch nicht. Da brauche ich Plötze nicht. Jemand da am Reiten ist, ist das Ziel hier auch schon wieder erreicht irgendwie. Ich komme auch ohne Hotti aus. Irgendwie verwende ich das Pferd fast schon in Stardew Valley mehr als in The Witcher 3 Wild Hunt. Man mag es kaum glauben. Ich freue mich schon auf Red Dead Redemption 2. Da werde ich definitiv reiten. Aber sowas von. Mir bleibt keine Wahl. Oh, ein Anführer Level 9. Ja, das ging mal schnell. Der Anführer musste nur erstmal entschildet werden. Und dann ging das schon. Wobei, nee, also die Schwerter hier, die lohnen fast schon gar nicht das Einsammeln. Ich bin ja ein bisschen anspruchsvoller geworden mittlerweile. So einfach kriegt man mich auch nicht mehr. Ui, noch mehr Runensteine und ein neues Schema. Und eine verbesserte Bombe. Ach komm, nehmen wir das trotzdem mal mit. Meisterreparaturset. Ja, das nehme ich gerne. Meisterreparaturset klingt gut. Ui, da haben wir noch eine Kiste. Da gucken wir doch auch mal rein. Hybridenöl. Scheint sogar ein neues Rezept tatsächlich zu sein. Ich bin begeistert. Ein bisschen Runenstein, ein bisschen Harz und nochmal das gleiche und ein bisschen Nostrix. Ja, das war ein ganz schweres Fragezeichen. Ach komm, nehmen wir das auch noch. Was war da oben überhaupt? So. Oh, so eine Insel, die könnte womöglich etwas härter sein. Hier kann ich mir auch härter vorstellen. Mal schauen. Aber wir gehen ja jetzt das Grüne hier an, was ich markiert habe. Vielleicht kommen wir heute doch nicht mehr auf die Skelligen. Mal schauen. So, wette, da sind irgendwelche Sachen im Wasser drin, die mich ärgern wollen. Nee, die sind tatsächlich auf dem Land. Na gut, dann zerfetze ich die eben hier, die Ertrunkenen. Oh, das war vielleicht etwas zu selbstsicher von mir angegangen, hier einfach drauf loszuschnetzeln.
Aber hey, man muss ja auch seinem Level gemäß auch mal ein wenig Übermut haben. Dafür sind Level da, dass man irgendwann einfach nur so just for the lols drauf los attackieren kann ohne Sinn und Verstand. Ist sogar meine Spezialität, um genau zu sein. So, hier soll ein Schatz verborgen sein. Ein versteckter Schatz. Mehr oder weniger. Ganz viel Alkohol, eine Glyphe und ein Brief. Den lesen wir doch mal. Oh, das ist ein kurzer Brief. Hol die Ware aus der üblichen Kiste. Wenn du sie rechtzeitig zum ausgemachten Ort bringst, kriegst du die volle vereinbarte Summe. Wenn du dich um höchstens eine Woche verspätest, kriegst du die Hälfte. Wenn du noch später kommst, bist du des Todes. Hugo, PS, keine Zeugen. Wenn dich jemand bemerkt, erst töten, dann Fragen stellen. Okay, die haben klare Abmachungen. Ui, ich sehe sogar zwei Kisten. Erstmal hier. Gesellenwaffenreparaturset, ja. Ein Schwertmanuskript. Was zum Brauen und eine Gambeson. Das ist ja offenbar noch nicht alles. Ich sah hier doch irgendwie noch im Wasser was anderes rumdümpeln. Hey, wo ist das denn? Da ist es. Die Truhe, die hat doch was. Die sieht gut aus. Faser, Rubinstaub, ein Elfenstahlschwert, überlegenes schwarzes Blut hatte ich doch gerade eben schon. Kavalleriehandschuhe, ein bisschen Mondscherben, ein bisschen... Oh. Dich will ich nicht. So, ausnahmsweise habe ich das mit der Armbrust mal on the fly hinbekommen. Ich lerne doch noch dazu. Ist das denn zu glauben? Ah, vielleicht finde ich auch noch dort hinten was. Da ist auch so ein Wrack. Das könnte ich mir mal aus der Nähe anschauen. Irgendwo wird da doch sicherlich so eine Kiste oder so zum Plündern sein. Oder ein Fass. Yes, eine Wasserflasche. Und jetzt mache ich dick einen drauf. So, und nach Ursten. Wohin auch sonst? Ich wüsste es nicht. Oh, das ist aber eine zu starke Steigung für Geralt, um zu rennen. Ja, hier wäre Plötze vielleicht doch sinnvoll gewesen. Aber manche Dinge bemerkt man erst später. Okay. Halte ich mich denn doch etwas flach hier. Schöne Anleger. Und was sind das für Burschen? Redanische Soldaten, ja. Macht weiter, Jungs. Ihr packt das schon. Der Teufel soll euch holen. Oh, der ist schon oft gekommen. Und wurde immer wieder besiegt, der Teufel. So. Da haben wir das Ding. Aber sowas von. Man schlitzt ihn erstmal auf, greift schön rein und dann mit einem werden die Gedärme rausgeholt. So, jetzt kann das Kind nicht mehr schlafen. Yippie. Uff. Ja, ich glaube, ich werde erstmal nach Kehr Trolde. Das wird der beste Ausgangspunkt sein, um Gwen zu spielen. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Ja, das klingt nach einem Plan. Iridin entgegentreten, das wird, glaube ich, auch noch ganz spannend. Aber wir haben ja zumindest einen schon ausgeschaltet, dort am Kahlenberg. Das ist schon mal viel wert gewesen, denke ich. Und wir hatten die große Schlacht in Kaer Morhen. Ich weiß nicht, ob noch ein ähnlich großer Kampf kommt, wobei, nee, muss ja. Wenn man Loge und sowas noch dazu holen will, dann wird das vermutlich ein großer und heftiger Kampf. Okay, da haben wir einiges zu tun. Nebenquests, genau.
einmal hier gewinnt Skelliger Stil. Grimist und Justa haben wir noch. Wo finde ich denn die? Grimist war, das müsste Justa sein oder so, ne? Genau. Grimist war nämlich so ein Druide, genau. Ich erinnere mich. Ja, aber mit Kehrtrolde haben wir tatsächlich nicht so viel falsch gemacht. Warte mal. Ja, ja, Heda. So, und dann kann ich ja, glaube ich, hier irgendwie mit dem Fahrstuhl oder so. Wo ist der Fahrstuhl? Ah, noch eine Etage tiefer. Na gut, hätte ich vielleicht doch einen anderen Weg nehmen sollen. Oder einfach einen Wegweiser ins Örtchen reinnehmen. Ja. Ich will einmal mit Aufzug wieder fahren. Bringt ja irgendwie auch Spaß. Upsala. Ah nee, der Aufzug, aha, der war ja ganz nach unten. Okay, das ist ein nochmal alternativer Weg runter. Den bin ich noch gar nicht gegangen. Immer mal wieder was Neues. Den kannte ich echt noch nicht. Coole Sache das. Richtig geil eingebaut in den Berg. Warte mal. So, und. Ja, so macht man Feuer. Und gleich werde ich angegriffen von den Wachen. Nein, zum Glück nicht. Das wäre was gewesen, wenn ich fürs Feuer machen Ärger bekommen hätte. Das wäre nicht gut gewesen. So, ich darf hier einfach mal reinschauen. Das Meer ist glatt heute früh. Als wollten die Götter selbst dem großen Konung Bran Respekt zollen. Bist du ein Schneider? Bin ich. Wohl der Einzige auf den Inseln. Das ist schön, aber ich möchte Gwyn spielen und nichts schneiden. Spielst du zufällig Gwyn? Oh ja, das ist meine Leidenschaft. Möchtest du spielen? Unbedingt. Allzeit bereit. Es kann losgehen. Au. Mit einer Ciri-Karte jetzt. Warte mal, da kann ich eigentlich nochmal auf irgendwas anderes verzichten. Zum Beispiel auf Vesemir oder Detmold oder... Komm schon, auf die kann ich verzichten. Warte mal, mehr darf ich glaube ich nicht. Nee, ich muss 22 Einheitenkarten drin haben. Aber Sonderkarten nur 2. Heldenkarten sind ja unbegrenzt irgendwie. Das ist beim Gwent-Vollspiel allerdings anders. Da hat man nicht unbegrenzt Heldenkarten. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Da sind die Heldenkarten nämlich Goldkarten. Und davon darf man nur sehr begrenzt im Deck haben. Muss also ein wenig haushalten mit dem Ganzen. Oh ja, das ist ganz brauchbar und... Oh, Ciri ist die einzige Heldenkarte, die ich mit dabei habe. Das macht das Ganze natürlich spannend. Packen wir es an. Ach, der macht auch so ein Späßchen. Bin ich mal gespannt. Okay, dann wird vermutlich die Runde beendet. Deswegen tue ich dem noch mal gleich hier. Da wird auch sicherlich gepasst. Genau. Wenn die Finte verwendet wird, dann kann man fest damit rechnen. Wow, yippieyay. Schweinebäckchen da.
Nicht schlecht. Dann möchte ich mir mal so einen hier gönnen. Nochmal. Und ach, kack die Wand an. Auf die Gefahr hin, dass er einen verbrennen hat, mache ich es trotzdem. Und zack. Und gleich habe ich eine richtig geile Kombo vor. So, jetzt muss der ordentlich reinbuttern. Okay, der kommt gar nicht mal ran. Okay, ich hätte nämlich mit der wiederbelebenden Karte hätte ich die Heilerin, die auch wiederbelebt, geholt. Und dann so Booms, ne? So eine Chain of Reviving. Aber war ja nicht nötig. Ein überzeugender Sieg. Glückwunsch. Was soll der mir überhaupt für eine Karte geben? Die hat er definitiv nicht auf der Hand gehabt, die mir gefallen könnte. Jeven? Was ist denn das für eine? Die muss ich mal live in Farbe sehen. Naja, ne? Gibt Schöneres. Aber auch Schlimmeres. Sonderlich erquickend war es trotzdem nicht. Bei Grimis, da vermute ich, dass er selbst als Karte dann irgendwie auftaucht. Würde mich jedenfalls nicht wundern, aber erstmal muss ich über den Wahlfriedhof mache ich das. So, hier war das, glaube ich, oder? Da ist der Wegweiser, genau. Wunderbar, dann können wir das auch nochmal machen. So, oh, hier habe ich auch noch Fragezeichen, noch und nöcher. Aber ich mag diese Wasserfragezeichen nicht so. Die sind nicht mein Fall. So, diese Unterwasserkämpfe mit Armbrust. Nö, muss nicht sein, das Rumgetauche und... Ach, geht's doch mal weg hier. So. Schon wieder einer tot. Ja, man muss nur den Anfang bekommen, dann geht das auch relativ flott. Wenn man die erstmal so langsam aber sicher im Flow hat. So, gönnen wir uns noch mal ein paar Essenzen und dann geht's auf zu Grimist. Hä, was machen die denn hier? Hallo? Als der König der Wale im Sterben lag, führte ihn Hendal persönlich her, damit er beim Sterben auf die untergehende Sonne blicken konnte. Ah, ja. Kommen die Wale zum Sterben hierher, so wie ihr ehrwürdiger Vorfahre. Ich glaube, die standen da nur, um mir eine Lehrstunde zu erteilen. Ich glaube, mehr hatten die da gar nicht vorgehabt, aber mir sollte recht sein. Ich lerne ja gerne dazu. Ich merke mir zwar das Wenigste, aber ich lerne gerne dazu. Und hinauf mit meinen alten Knochen hier. Ach Gott. So viele Treppen kann man doch einem alten Geralt nicht zumuten. Wie könnt ihr mir das antun, Kinners? Mal sehen, eigentlich hier so ein Gebiet auf Arts Gellige, das wäre doch auch nicht schlecht für die Abschlussschlacht, weil hier ist genug Platz, hier kümmert es kaum eine Sau. Ah, da ist er ja schon. Hallöchen. Lass mich doch auch eine Pfeife paffen. Ich hab dir gesagt, was du tun musst. Warum belästigst du mich weiter? Weil wir ich wollte noch dich was machen fragen. Müssen. Er ist nicht nur hässlich wie eine Kröte, sondern hat auch ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Ja, was ist? Äh.
Du verlangst viel. Lass mich darüber nachdenken. Ich muss wissen, ob sich der Aufwand lohnt. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich erst seine Quest erfüllen muss, damit er mit mir Karten spielt. Oder hatte ich nicht mit ihm schon gespielt? Ich weiß es gar nicht. Aber egal, dann machen wir eben... wo haben wir es denn? Skellige? Praktikum fortgeschrittene Alchemie. Genau! Dann machen wir eben das. So, ich glaube, das... ja, das bringt uns auch so quer über die halbe Insel. Gut, dann erstmal hier. Da kommen wir recht flott dran. Von da aus können wir dann auch dahin und da. Ja, machen wir. Dann fangen wir damit an, nach Blandare. Aber erstmal geht's zum Walfriedhof. So zumindest mein Plan. Warte mal, bin ich jetzt richtig unterwegs eigentlich? Nein, natürlich nicht. Das ist die richtige Richtung. Ja! Dort, wo ich herkomme. Woher auch sonst. Da werden wieder die beiden Geschichten-Onkel stehen und mir was über den Walfriedhof erzählen. Hui! Bergschlittern. Konnte man hier schon, bevor man Schildschlittern bei The Legend of Zelda Breath of the Wild konnte? Was aber trotzdem ein geiles Spiel ist. Nichtsdestotrotz. Auch wenn es nicht mehr in meinem Programm drin ist, aber ich musste da irgendwann mal so ein bisschen Tabula Rasa machen. Ach süß, so ein Einzelner hier. Was machst du denn? Zurück zu deiner Mutti. Ja, ja, ich bring deine Muttersprüche auch gegen Monster. Die werden nicht verschont. So, Blandare oder wie das heißt. Blandare. Wow. Kantare. Wow. Der Geralt, der geht jetzt Monster schlachten. Denn das kann er super gut. So, jetzt können wir mal. Finde den Ruinen Frithjof im nahen Dorf und überzeuge ihn genau. Genau das will ich doch tun. Der Frithjof. Ist sicherlich ein ganz friedlicher. Ui! Bist du Frithjof? Ja, der bin ich. Und wie wirst du genannt, Hexe? Ich? Streuner, Fremder, Mutant. Manchmal sogar bei meinem Namen. Geralt von Riva. Ah, guter Humor, wie er mal. Ein Mann mit Humor, das gefällt mir. Nun, was kann ich für dich tun, Geralt von Riva? Ja, wer denkt, Hexe hätten keinen Humor, der hat den Geralt noch nicht kennengelernt. Grimist hat mich gebeten, dich zu holen. Er braucht deine Hilfe bei einem Ritual. Ein Ritual? Eines, damit er nicht mehr so ein fieser Alter ist? Ich würde ja kommen, um der guten alten Zeiten willen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Sieh dich um. Der Boden. Siehst du, wie trocken er ist? Es hat seit Wochen nicht geregnet. Das Gras ist verdorrt. Die Schafe verhungern. Es muss regnen. Aber ich fürchte, dass... Moment mal. Soll ich einen Regentanz aufführen oder was? Wie? Ich besitze zwar viele Talente, aber das Wetter kann ich nicht beeinflussen. Ich habe an ein anderes Talent gedacht. An dein Schwert. Weißt du... Mutter Natur mag es nicht, wenn du ihr etwas mit Gewalt nimmst. Sie wird sich verteidigen. So sehr, dass ich selbst einen Verteidiger brauche. Was sagst du? Das klingt nach einer Idee. Zumindest sinnvoll als ein Regentanz durch Geralt. Auch wenn ich es gerne gesehen hätte und mit genug Alkohol hätte es womöglich auch gemacht. Natürlich helfe ich, wenn du danach zu Grimist gehst. Einverstanden. Jetzt folge mir. Zeit für einen kleinen Sturm. Ja, dann wollen wir doch mal dem Frithjof hinterher. Und seinen Tierchen. Tieropfer?
Sollen wir Menschen verbrennen, wie sie es auf dem Festland machen? Ich denke, ein Opfer mit Ziegen und Schafen ist besser. Naja, da stimme ich dir ja irgendwie auch mal zu. Skugas, Värm, Vatna, Halla! Oh, es fängt an. Yay! Oh, da sind die. Oh, der Fridjof, der darf nichts abbekommen, okay. Oh, ich hasse die Neblinge noch immer. Ihr verdammten Viechers. So, der erste ist schon mal besiegt. Ach du Scheiße, Fridjof wird angegriffen. Ach, Manno. Genau, lieber mich schlagen als den Fridjof. Den brauche ich nämlich noch. So. Ach, das war schon. Oder wie? Oder was? Oder wo? Offenbar ja. Schon lange keinen solchen Sturm mehr heraufbeschworen. Siehst du die Tropfen? So groß wie Eier. Ich war mit den Neblingen beschäftigt. Die waren auch nicht. Der hat aber kleine Eier irgendwie. Leider erscheinen die auch immer. Aber vielleicht ist es auch besser so. So. Fragen wir mal genauer nach trotzdem. Vielleicht ist es auch besser so? Warum? Wenn die Beeinflussung des Wetters keine Risiken bergen würde, hätte ich keine Ruhe mehr. Lass es bitte regnen, lass die Sonne scheinen. Manche wollen Stürme, andere ein spiegelglattes Meer. Aber so bitten mich die Leute nur, wenn die Not groß ist. Und nicht aus einer Laune heraus. Verstehe. Argument. Manchmal wünschte ich, den einen Neckar oder jenen Ertrunkenen nicht jagen zu müssen. Wirst du jetzt Grimist aufsuchen? Mit Vergnügen. Nach so einem großen Sturm freue ich mich auf ein... helfe ich ihm gerne mit dem Ritual. Bis dann. Jo, die anderen Dinge, nachdem ich diese scheiß Neblinge wieder übermäßig gegängelt haben, ich hätte vermutlich so einen Irden oder sowas wirken müssen hier. Diesen schönen Zauber, falls ihr euch erinnert. Damit wäre es sicherlich einfacher gegangen. Ah, ging ja auch so. Nach dieser schönen Sache werden wir den Sturm genießen und die Folge beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Daddlezeit mit The Witcher 3 Wild Hunt. Ciao, ciao.